Delta 2598, so set a maintain 11,000. Left 020, quarter by 22, speed is all ours. Number 1576. Switzer 127, Alpha, ready for the time. Alpha Bravo Delta 777, continue echo and straight on Bravo via Rampway Hotel. Hallo und willkommen zu einer brandneuen Folge von Around the World in Microsoft Flight Simulator X mit mir, C. Vettel, mit 3T. Ja, und heute fliegen wir weiter mit der Beechcraft B200 Super King Air vom Hersteller Flight One von Lira von Rom, Ciampino, nach Palermo, ebenfalls in Italien. Wir fliegen einmal so ein bisschen über den kleinen Teich drüber. Die Flugzeit beträgt heute ungefähr eine Stunde und ein bisschen was, so eine Stunde fünf. Unser Callsign ist wie immer Contrail 10905 und wir stehen hier gerade am General Aviation Terminal von Rom Ciampino auf Stand 511 und letztes Mal haben wir unser Flugzeug einfach so auf den Taxiways abgestellt hier. Wir können uns erinnern, kurz vor den anderen richtigen Gates, die haben uns letztes Mal einfach hingestellt, weil wir nicht hier vom Cockpit sehen konnten, wo hier genau eine Position ist. Aktuell haben wir es ungefähr 15.45 Uhr, das heißt, wir haben ja Sommerzeit aktuell, das wird so hell bleiben. Ja, Wetter sieht heute nicht ganz so ideal aus, ein bisschen dunkle Wolken, man sieht schon, wir könnten vielleicht beim Start ein paar Turbulenzen erwarten und was wir hier auch sehen, das ist eigentlich eine Taxi-Out-Position, aber so richtig out-taxien können wir nicht. Hier sind nämlich Szenerieobjekte, die uns den Weg versperren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie rechts versuchen, dran vorbeizurollen. Ja, dann steigen wir mal ins Flugzeug ein. Allerdings möchte ich euch kurz vorher nochmal die Route und die Charts zeigen. So, hier die Route mit den dazugehörigen Metadaten. Wir haben hier, links unten kann man es vielleicht erkennen, in Rom, Lira, 170 Grad 7 Knoten, das heißt wir starten auf der 1.5 heute, das heißt wir starten hier runter, dann gibt es komischerweise hier in Rom Ciampino gibt es nur ein Star, mehr oder weniger, ich vermute mal aufgrund des großen Verkehrs hier vom Rom Hauptflughafen International Airport, dass man dort hier nur wenige Abflugrouten hat. Ja, und dann fliegen wir eigentlich die ganze Zeit über Wasser zwischen Italien und der Insel hier. Und dann fliegen wir weiter runter nach Palermo und das hier ab hier beginnt schon, ab Giano beginnt schon unsere Star auf das ILS 2.5. Hier ist nämlich das Wetter aktuell schlecht, hier auch, deswegen wollen wir hier möglichst schnell wegkommen und hier eigentlich möglichst schnell hinkommen. Hier wird das Wetter auch schon wieder schlecht, von daher wird es wirklich Zeit jetzt abzufliegen, es könnte sonst turbulent werden. Ja, und um den Abflug nochmal zu komplettieren, wir stehen gerade hier unten, wir werden dann hier auf Alpha taxieren, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht vorher schon den Taxiway hier nehmen, komplett runter und dann werden wir einen Intersection Takeoff machen von Alpha Bravo, das sind dann 1700 Meter, das reicht locker, da müssen wir nicht nach ganz hinten rollen. Und so sieht dann unsere Standard Instrumental Departure Route aus. Wir starten dann hier von der 1.5 runter mit der PRA 5 Alpha Departure Route out of Runway 15. Und dann, hier gibt es eigentlich eine schöne Erklärung, lustig. PRA 5 Alpha turn right to PRA, then as instructed by ATC. Das heißt, im Prinzip können wir rechts abbiegen, wann wir wollen, wenn wir keinen Lotsen haben. Wobei heute könnte es sogar gut aussehen mit einem Lotsen. Und ja, bei dem Wegpunkt PEMA 5 Alpha dann at or above 6000 und das ist dann auch gleichzeitig unsere Transition Altitude. So viel zu dem Abflug. Ja, mit den Außenchecks haben wir eigentlich schon begonnen, nicht, aber ich denke, das Flugzeug sieht soweit, gut aus. Lass uns mal einsteigen. Ups, da ist es. Jawohl. Dann gehen wir mal die Treppenstufen hoch. Jawohl, hier steht's. Radar equipped, pressurized. Jawohl. Dann sagen wir nochmal Ciao zu dem guten Airport in Rom und dann sehen wir uns wieder in, sehen wir das Flugzeug wieder in Palermo. Zack, und jetzt sind wir eingestiegen und dann schauen wir mal. Das Ganze ist jetzt hier heute sogar wirklich ein bisschen dunkler als sonst. Die Tische können sie eigentlich schon ausfahren, können sich schon mal gemütlich machen. Ein bisschen dunkel ist es hier.
Mal ein bisschen Licht an und dann gehen wir mal in die Kabine rein und setzen uns. Jawohl, sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, logge ich mich mal schnell ein in unser Netzwerk. Ich entscheide mich noch, ob Watzim oder Iviao oder je nachdem, wer online ist. Alright, dann können wir eigentlich starten. Die Parkingbremse müssen wir noch setzen. Erstmal machen wir den Hauptausgang wieder aus. Na. Ah, jetzt, okay. So, die Parkbremse ziehen wir, die Switches müssen wir kontrollieren, ob die all-off sind. Das ist der Fall. Wait and fuel, set and check, cabin door. Cabin door locked. Heute wollen wir mal keine Gäste von hinten sehen. Landing gear and handle switch check down. Power levers idle. Full forward. Cut off. Cabin temperature mode off. Das ist der Fall. Vent blower auto. After blower off. Electrical heat. Auf, off. Oxygen supply pressure check. And set. Pull off. Das ist checked. Das ist auch all checked. Wobei ich mir hier beim Ventblower gar nicht so sicher bin. Doch, der ist natürlich auch off. Okay, Fuel Fire Veils closed. Das ist der Fall. Das sind diese roten Dinger hier. Standby Pumps on. Und dann müssen wir jetzt mal zuhören. Hören wir was? Jetzt hören wir was. Der Ton war noch aus bei mir. Alright, Battery Switch. Battery Switch an. Yeah. Coole Sache. Ich freue mich immer wieder, wenn das wenn das Flugzeug angeht. Okay, Battery Switch on, Fuel Fire Vates open und dann müssen die Enantiator Lights ausgehen. Standby-Pops können wir wieder ausmachen. Kriegen wir natürlich diese Warnung. Crossfeed können wir machen. Na komm. Jawohl. 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 Passt alles. Fuel Pressure ist low und dann geht natürlich wieder das Caution Light an. Oder Master Caution Warning, glaube ich, das rote. Oder wie auch immer. Auxiliary Auto, das ist, glaube ich, der Fall. Auxiliary auf Auto. Achso, Transfer Switches, ja, okay. Genau, die sind natürlich auch auf Auto. Genau, Press to Test, Fuel Quantity Check. Ah, Fuel Quantity, gut, dass wir es noch gecheckt haben. Ist nämlich viel zu hoch, ja, und jetzt muss ich mal schnell abtanken. So, nochmal schnell die Gewichte geändert. So, Fuel Quantity Check. Genau, wir fliegen nämlich heute mit 400 Kilogramm an Sprit los. DC Voltmeter Press to Test. Die sollten nur ungefähr bei 80% sein. Bisschen drunter. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir die Motoren gleich schnell ankriegen. Stall Warning Test. Erstmal die Enantiator Lights Test. Die gehen alle an. Stall Warning. Und das Beacon machen wir ebenfalls an. Cabin Sign können wir auch anmachen. Ah. Ist es an? Ja, es ist an. Licht habe ich auch angemacht in der Kabine. Damit sind wir mit der Before Takeoff Checklist complete. Jetzt müssen wir ganz schnell die Motoren anmachen, bevor uns hier der Strom ausgeht. Right Ignition. Right Ignition and Engine Start an. So, wenn wir jetzt den Condition Lever hochziehen, dann geht das Motörchen an. Auf Low Idle. Wir kontrollieren ja alles, er sieht aber alles wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, schon wieder hier eine Fliege bei mir. Gibt's doch gar nicht. Und das ist nicht immer die gleiche. So, Right Oil Pressure Check, Condition Lever High Idle, Right Ignition On, Off.
Dann machen wir das Ganze mal. Den Generator machen wir an. Das Ganze machen wir mit dem linken auch. Dann geht nämlich das linke Triebwerk an. Ich hoffe, das Viech ist draußen. Naja, gut. Warum haben wir eine Master Caution? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Soweit sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Dann machen wir das Ganze aus den linken Generator an. Und den rechten wieder auf Low Idle. Jo, dann passt das. Und dann können wir jetzt auch mal den Tower kontaktieren. Ich habe mich noch gar nicht eingeloggt. Contrail 1095 at Lima India Romeo Alpha, request radio check. Contrail 1095, hello, Stand at Lima India Romeo Alpha, 555. Contrail 1095 at Stand 511 at Lima India Romeo Alpha, request IFR clearance to Palermo. Contrail 1095, you're clear to Palermo via Ostia X-ray departure, traffic 7 Alpha transition. Initial climb is 5000 feet and fog 5544. Okay, clear to Palermo via Ost X7 Alpha departure route. Transition altitude is 5000 and squawk 5544, contrail 1095. Contrail 1095, read back fully correct, push back and start ramp is approved, call for taxi and runway in use 15. Call back for pushback and runway is 15, contrail 1095, thank you. Controller 1095, push and start is actually approved, QNH 1009. Okay, push and start approved, QNH 1009, Control 1095. Ja, das war doch mal gut, ich hoffe... Oh Gott, der hat mir eine andere Departure Route gegeben. Boah, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Jetzt muss ich mich wirklich erstmal sortieren. Ich würde sagen, damit ich im Flow bin, programmiere ich erstmal. Nee, probiere. Dann programmieren wir erstmal das MFD, würde ich sagen. Flight Plan. Zack, zack. So, first is Lira. Lira, Enter, jawohl, bisschen dunkel ist es. Wir machen mal das Domlight an und zack, ey, man sieht schon wieder alles, ist ja der Wahnsinn. Pra, Enter. Ist der, gibt's nämlich gar nicht, clear. Das ist nämlich, das gibt's gar nicht. PPX. Next one. Rotun. Wenigstens hat er das. Okay, meine Damen und Herren, jetzt habe ich das wenigstens ein bisschen einprogrammiert, aber so richtig top ist das nicht. Also mir fehlen so ein paar Sachen und weiß ich nicht. Gefällt mir alles nicht so. Naja. So, das MFD haben wir programmed. Dann würde ich sagen, Before Taxi Checklist. Und dann, ja. Kann es eigentlich schon losgehen. DC und Voltage und Load Meters. Check. Avionics Master Switch on. Lights as required. Wir haben jetzt hier 19 Uhr schon. Nee. Dann müssen wir jetzt aber schnell machen. Dann habe ich ein bisschen getrödelt hier. Was soll ich machen? Landing Lights? Nein, Taxi Lights.
Bisschen klein hier alles. Taxi Lights, Nav Lights, Recognition Lights, Tail Flood Lights, Elevator Trim. Meine schaue Tabelle. So. Meine schaue Tabelle sagt mir, wir starten mit Flaps Approach 88,98. Elevator Trim ist auf dieser Bahn Größe 1,5. Plus 1,5. So. Plus 1,5. QNH Set. QNH. Ne, Anrichtung 1, 0. Das hat er uns gegeben. Mal schauen, ob das passt. Elevator ist nicht ganz richtig. Ich glaube, er hat uns eine falsche Ansage gemacht. Ich stelle mal auf 10, weil mein Elevation sagt mir 421 sind wir hier hoch. 427 und naja. Sag mal, beim Departure macht das jetzt nicht so viel aus. So, die References, die setzen wir jetzt auch. Zack. V-Ref machen wir aus. Dann haben wir gerade gesagt, das sind 88 für Rotate schon. Na. Und 98. Genau. So, ist set. Dann haben wir Cabin Temperature Mode as required. Cabin Temperature Mode machen wir jetzt mal hier auf. Zack, Heat. Wir gehen hier ein bisschen hoch, dass die Passagiere es auch schön gemütlich haben. Instruments check, Flight Controls check. Wichtig. Full up, full down, neutral, Rudder, full right, full left, neutral, passt. Full left, full right, neutral, passt, brakes check. Yep, das Fenster schließen wir noch. Und dann haben wir es auch eigentlich schon. Die Bleed Air Veils, die können wir schon mal schließen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo die sind. Die müssen nämlich auf Open, oder? Flying 6228, request taxi. Ja. Cabin Altitude gehen auf 25.000. Plus 500, adjust. Wir machen nochmal einen Test. Ja. Flying 6228, taxi. Flying 6228, sorry about that. Taxi, Victor Alpha, Bravo, Hotel Bravo Alpha, runway 25. Taxi, Victor Alpha, Bravo, hold Bravo Alpha, runway 25, Flying 6228. Contrary 1095, request taxi. Contrary 1095, taxi Sierra Foxtrot, Stradahan Alpha, Hotshot Alpha, runway 15 and set squawk 5544. Okay, Taxi Sierra Foxtrot, Alpha, Hotshot Alpha, Contrary 1095 and squawk 5544. Stimmt, den Squawk, den haben wir noch gar nicht gesetzt, ich weiß gar nicht warum. This is Ryan, 1060 with you, in flight level 220. So, das Problem ist jetzt, dass ich Sierra Foxtrot Alpha Hotshot Alpha. Ich hab komplett andere Taxiway-Namen. Deswegen. Okay. Puh, Glück gehabt, würde ich sagen. Weil die Taxiways jetzt andere Namen haben. Das letzte Video mit der B200 Super King Air seht ihr mit einem Klick auf das linke Video. Ein Zufallsvideo von diesem Kanal findet ihr mit einem Klick auf das rechte Video.